Ja. Napalm, was haben wir hier noch? Chemo, ionisches Gel, Stickstoffgranaten. Napalm, okay. Was? So, Ziel. Sorge, Siebenheiten des Wassers. Enzymproben, Chlorophyll-Lösung. Chlorophyll haben wir schon so ein bisschen was. Wo sind die ganzen Sachen, wenn ich fragen darf? Laut der Formel für den Lastungsvektor werden 7 des CEs Wasser benötigt. Erkunde Arcadia und den Farmers Markt, um für die Herstellung des Vektors genug davon zu besorgen. Im Farmers Markt. Tea Garden, oh, Wasser, Grotte, schon. Wo ist denn der Farmer Markt? Sehe ich jetzt gerade irgendwas? Was ist das andere? Laut Formel für den Lastungsvektor werden 7 Proben eines speziellen Enzyms benötigt. Erkunde Arcadia und den Farmers Market, um für die Herstellung des Vektors davon zu besorgen. Also das hier alles so ungefähr, oder was? Langford hat herausgefunden, wie man durch Gentechnik die rote Pflanze wieder zum Leben erwecken kann. Ihr sogenannter Lazarus-Vektor sollte die Verwirkung von Ryans Pflanzengift umkehren können. Um den Lazarus-Vektor herzustellen, brauchst du 7 Destilliertes Wasser, Chlorophyll-Lösung und Enzymproben. Sobald du alle Bestandteile hast, bringe sie zu einer U-Invent-Maschine und erstelle den Lazarus-Vektor her. Kartoffelchips. Funktioniert das für mich? Oh, da hinten. Autoficker. Gummischlauch, Dollar, Chlorophyll. Den finde. Wird hier auch nicht angezeigt, oder bin ich. Ah, da hinten! Heiß, wir müssen die Treppe hoch. Sind wir hier, dann müssen wir. Ich habe keine Ahnung. Wir können auch eigentlich hier lang gehen, heißt gleich rechts rum. Ach, wir haben auch wieder unseren netten Pfeil, der uns natürlich sagt, wo lang. Der nette Pfeil. Natürlich müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Weil ich nicht die ganze Muni verschwenden möchte. Danke für die Muni. Map. So, ich habe Pfeil. Das sind diese verfluchten Fanatiker. Sagt. Ah, eine Waffen-Upgrade-Station. Ich hätte jetzt gerne mal MG-Rückschuss, Schadenssteigerung, Pistolen-Schadenssteigerung, Granaten, Munitionsverbrauch, Schadensfeuergeschwindigkeit, MG-Verringerung. Das sieht doch mal cool aus. Ja. Kann ich gut gebrauchen, definitiv. So, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Ich weiß, dass es mir nicht sonderlich gefällt. Ach so, da war sie gerade.
Wo ist er denn? Komme ich zwar nicht an den Loot ran. Ah, nee. Keine Lust zu hacken. Achtung! Ab Donnerstag gilt eine erhöhte Ausgangssperre. Bürger, die da hier sind, werden an den Apollo Square umgesiedelt. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbrauche. Ja, jetzt sind wir wohl im Farmers Market. Ich benutze die U-Invent Station, um mich einzuholen. U-Invent. Also, du erforscht, entwickelst, erfindest. Oh, ich hasse den Farmers Market. Ich möchte wieder zurück, bitte. Rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht, ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Oh. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch, ja, komm her, ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. So, Hacken sollten wir ja mal schaffen. Wir können das ja nicht immer verkacken. Oder was sagt er? So, und Flussgeschwindigkeit ist auch echt nicht so schnell. Ja, meine Maus hakelt hier bei diesem Spiel ein bisschen. Das finde ich nicht so cool. Bräuchte ich mal bitte eine Pipe nach da? So. Tunnelkomm. Neues Tunnelkomm, Eveling 2. Steigen Sie das Eve mit dem Verbandskasten, den wir das neue Eveling 2 benutzen. Dieb, beim Suchen eines Behälters oder deine Leiche kannst du noch einmal suchen, um etwas anderes zu erbeuten. Nee, das möchte ich nicht. Habe ich hier nie gemacht, deswegen. U-Invent, können wir da irgendwas inventen? Auto-Hacker, nein, danke. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Das dahin. So, sieht schon mal gut aus. Das nach da und das nach da. Boah, oder Safety, ey. Gammelkürbis. Wie gesagt, ich konnte mich sehr gut an Lösnisse erinnern. Die war damals aber irgendwie krasser.
Ah, komm. Ich glaube, bisher haben wir noch keine Lilith-Hisse ausgelassen. Das war schon mal ein gar nicht so schlechter Schnitt. Null von. Weiß nicht, was ausgelassen zu haben. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trudekühl drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet: Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte. Ich bin kein Teil nach unten hier. Fuck. Eins nach oben. Eins zur Seite. Eins nach unten. Nach unten. Unten. Warum auch destilliertes Wasser, ich weiß. Ah. Nein. Ach Moment, das ist ein Rad, ich dachte gerade schon. Schrotti kann ich nicht mitnehmen. Doch, wollte auch was sagen. Ich kann doch mal wieder Fotos machen. Ja, auch viel zu selten eigentlich. Hä? Schießt da. Und viel wichtiger ist, warum? Jesus liebt dich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Ja. Ich wünsche, stirb, du Arsch! Wenn du damit nicht aufhörst, renn ich! Und 10 Uhr. Auch nur 10. Das Objekt ist tot, mehrere Motive aber. Erhöhter Schaden plus. Oh, scheiß Lacker. Oh, ein Big Daddy. Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf zwei von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide. Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Aber ja, klar, dass das nicht der richtige Code ist, aber musst du auch ausprobieren. Ausprobieren sag ich schon. Ist halt angeklickt und blub. Ja, die Dinger sind auch richtig cool. Könnt ihr gleich mal sehen, was da passiert. Passiert bei dem hier auch. Liest halt eigentlich langsamer dadurch. Ein Big Daddy. Jeder hat eine geheime Schwäche, aber mit Photographers I2 bleiben sie nicht länger geheim. Neues Tonikum.
Öd massiv die Formschmuckte, die beim Fotografieren erzielt werden können. Cool. Was haben wir hier? Körperpanzerung, statische Entladung. Oh, was nehmen wir denn? Liegt der, die interessiert es gar nicht. Meint es. Und ist ja eigentlich gut gesonnen. Weil wir haben ja ihnen nichts getan und meine Little Sister auch nicht. Deswegen. Man muss ja nicht immer den Kampf suchen. Bist du ein Mensch oder ein Sklave?